Hallo Leute, da ist Ann-Christine. So, wir sind jetzt zurück vom Eco Grand Prix und wir haben ja zu Hause im Vornherein unseren CCS-Lader auch getestet und auf einmal hat er nicht mehr geladen. Und beim Eco Grand Prix haben ja die ganzen Model 3 auch mit CCS geladen an den solchen Lader und die haben auch auf einmal nicht mehr geladen und haben die gleiche Fehlermeldung gehabt wie wir. 0x7. Und bei Model 3 haben wir dann natürlich gewusst, wie der Reset geht mit der HV-Batterie und wir wollten das jetzt einmal bei unseren auch machen, weil normalerweise soll es ja dann wieder funktionieren und man hört den Lader ja aktuell auch schon, er lädt wieder und jetzt zeige ich euch einmal, wo man da was abklemmen muss und wie das funktioniert. Ganz kurz und zerlegt, also die Plastikverkleidungen, die haben wir schon weg, das ist ja eh total einfach, das braucht man nicht extra zeigen. Soll ja bloß ganz kurz werden, bloß dass man sagt, was muss man genau abklären. So, wie man sieht, haben wir die Plastikverkleidungen herunten. Den Luftfilter haben wir ausgebaut. Da sitzt die 12 Volt Batterie. Man muss den Minus da, den muss man abklemmen, dann ist die 12 Volt Batterie weg. Und da sägt man den Stecker von der HV Batterie, das rote muss man nach außen ziehen und dann kann man den Stecker ganz einfach auseinanderstecken. Ist überhaupt kein Problem. Dann wartet man ein, zwei Minuten. Das sind bloß Steuerleitungen, der Papa gerade gesagt. Also da ist nicht, da braucht man keinen extra Handschuh. Also das ist normalerweise ganz ungefährlich, so wie beim Model 3 auch. Da hat man auch keine extra Handschuhe gebraucht. Und dann lasst man das ein, zwei Minuten abgeklemmt. Ich glaube, wir haben sogar drei Minuten gewartet. Sicher ist sicher. Dann wieder HV-Stecker zusammen. Und dann den Minuspol von der 12-Volt-Batterie dran. Und dann startet das Auto wieder. Und dann hat man eingesteckt und den Lader gestartet und er lädt. Und jetzt werden wir wieder zusammenbauen. Alles ganz kurz und schmerzlos. Also theoretisch kann man das dann, wenn es sein muss, auch natürlich bei einem Eco Grand Prix machen. So, das war's jetzt auch schon. Ganz, ganz kurz. Ihr wisst jetzt auch, wie es geht. Man sollte natürlich immer vorsichtig sein, wenn man mit sowas hantiert. Aber es ist eigentlich überhaupt kein Problem. Und geht auch recht schnell. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.